Hallo ihr Lieben, hier ist Julia und auch in diesem Video geht es um die neuen Produkte zum Thema Kochen, Schlemmen, Genießen, Essen von Alexandra Renke. Und wie ihr schon sehen könnt, hier geht es jetzt um die Clear Stamps. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Clear Stamp Sets in vier verschiedenen Formaten bzw. Größen. Und die zeige ich euch jetzt gleich der Reihe nach einzeln. Kleiner Hinweis, wenn ihr Interesse habt an all den anderen schönen Produkten, die es jetzt ganz neu bei Alexandra Renke in der Erlebniswelt gibt, dann schaut mal hier unten in die Infobox. Da findet ihr Links, beziehungsweise wenn ihr auf den Kanal klickt, dann kommt ihr ganz einfach dahin und seht auch, was wir Schönes Neues für euch vorbereitet haben. Ich fange an und zeige euch die Clear Stamps alle aus der Nähe. Das hier heißt Rezept. Das hier heißt Einkaufsliste. Super schön fürs Bullet Journaling zum Beispiel geeignet. Dann haben wir hier Wörter für Gourmet-Tiere. Und das hier ist ein Set passend zu diesem hier. Das sind die Gourmet-Tiere. Und die kennt ihr vielleicht schon aus den Videos mit den Rezeptkarten und den Designpapieren. Ihr habt hier einmal die Tierform, die kann man zum Beispiel auch so einfach aufstempeln und kolorieren. Oder man stempelt hier dieses Muster ein und dann könnt ihr hier mit den Pfeilen euch ganz selbst ein paar Rezeptkarten zum Beispiel auch gestalten. Und das hier ist übrigens auch das erste Clear Stamp Set in A5. Ja, und die beiden kann man eben, wie gesagt, super kombinieren, beziehungsweise die gehören eben auch zusammen. Dann haben wir hier noch so ein kleines, das heißt Homemade to Go. Das sind englische Begriffe. Dann haben wir hier Glück im Glas. Das ist ein A6-Set, also 6x4 Clear Stamp Set. Und hier ist auch schon etwas, das werde ich am Ende des Videos euch auch nochmal gestempelt zeigen. Und zwar haben wir einmal hier den Kreis nur für dich. Und hier unten seht ihr einfach nur das Wort dich als Einzelstempel. Und den könnt ihr genau hier reinstempeln und habt so eine super Kombi. Das gibt es auch nochmal in der Art bei einem anderen Set. Und zwar heißt das Feinschmecker. Das sieht so aus. Und da seht ihr schon, da gibt es dann das Wort Liebe, Glück und Lecker als Einzelstempel, die super kombiniert werden können mit den Runden. Genauso wie hier. Hier unten haben wir hier diese Kontur und da passt das Lecker hervorragend rein. So, jetzt kommen wir zum nächsten Set. Das heißt ein Hoch auf die Köchin. Natürlich auch ein Hoch auf den Koch. Dieses Set hier ist etwas ganz Besonderes. Das heißt lateinische Begriffe. Und genau das könnt ihr damit auch stempeln. Hier mit diesen Linien und Klecksen und so weiter, finde ich, ist auch toll fürs Bullet Journaling oder eben auch als Deko-Element auf Karten zum Beispiel und Layouts und Mini-Alben sowieso. Diese Begriffe hier, die findet ihr auch auf den Designpapieren und Rezeptkarten zum Beispiel. Da sieht das Ganze nämlich so aus.
Also es sind, glaube ich, nicht genau dieselben Begriffe, weil das immer je nach Thema zusammengestellt wurde, aber so könnt ihr euch das dann selber aufstempeln. Ja. Kommen wir zum nächsten Set, das heißt Tee. Das hier ist das Clear Stamp Set Wappen. Ihr seht schon hier wegen der Form. Und da habt ihr ganz viele süße kleine Icons. Hier ein Bierglas. Und ja, und die passen alle natürlich hier rein. Ja, da kann man hübsche Gestaltungselemente machen. Dann habe ich hier jetzt das Clear Stamp Set Zitrone. Dieses hier heißt Lenas Küchenparty. Auch wieder schön, auch fürs Bullet Journaling zum Beispiel. Hier haben wir das Alphabet-Stempelset. Das heißt auch, glaube ich, so, ja, Alphabet. Und diese Schrift, die ihr hier seht, das ist auch die Schrift, die ihr auf den Designpapieren findet. Und so könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel ein Kochbuch oder ein Rezeptbuch gestaltet, das Gericht nochmal einzeln aufstellen. Also ihr könnt das total gut zu den Designpapieren eben kombinieren. Und jetzt kommen wir noch zu dem letzten, das heißt Kiss the Cook. Und das sieht so aus. Ja, und das sind die 15 neuen Clear Stamp Sets von Alexandra Renke zum Thema Kochen, also über Thema Kochen. Weitere Videos zu diesem Thema, also mit den anderen Produkten, findet ihr in unserem Kanal. Einfach hier auf den Namen klicken und ja, könnt ihr euch da schon mal umschauen. Ich hatte ja eben gesagt, dass ich einmal euch zeige, wie genau das hier mit diesem Set aussehen kann. Und das mache ich jetzt gerade. Ja, und so sieht das dann aus. Ihr könnt natürlich andere Farben nehmen. Ich habe jetzt mich nur für diese Farben hier entschieden, einfach damit ihr das besser erkennen könnt. Was natürlich auch wunderschön aussieht, ist, wenn man das Wort Glück zum Beispiel dann embossed, also mit Heat Embossing veredelt. So hat man noch ein bisschen was Haptisches und dann kann man auch dieselbe Farbe nehmen, wie jetzt der Kreis eben aufgestempelt ist. Das glaube ich, könnte sehr hübsch aussehen. Ja, und so funktioniert das. Wie gesagt, in der Art haben wir zwei Sets und eben all die anderen, die ich euch gezeigt habe. Ich bin schon sehr gespannt zu sehen, was ihr so mit diesen vielen neuen tollen Clear Stamps anstellen werdet. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm doch einen Daumen hoch. Wir würden uns total freuen und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn wir neue Videos hochgeladen haben. Ich sage jetzt mal viel Spaß mit den anderen Videos. Vergesst nicht, sie euch anzuschauen und ich wünsche euch auch ganz viel Spaß beim Shoppen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!